Heute ist es soweit, es geht ums Wasser. Immer noch werde ich teilweise angefeindet, wenn ich etwas Negatives über das vermeintlich gute Trinkwasser in Deutschland sage. Es herrscht immer noch der Irrglaube, dass unser Leitungswasser sauber und rein ist. Wer das denkt, hat keine Ahnung, was wirklich abgeht. Hier, bitteschön. Guten Abend, ich begrüße Sie bei Frontal 21. Babys sterben auf Frühgeborenenstationen. Das EHEC-Bakterium fordert viele Opfer. Wie gefährliche Keime ihren Weg zum Menschen finden, bleibt aber oft rätselhaft. Mulmig kann es einem werden, wenn man sich klar macht, was in unserem Trinkwasser so drin ist. Bakterien, Viren und all die Antibiotika und Schmerzmittel, die Menschen nach dem Verfallsdatum einfach mal sorglos wegkippen. Denn die Wasserwerke und ihre Filter sind längst nicht mehr gegen all das gewappnet. Wie wahr also sind die Lobpreisungen fürs deutsche Wasser? Dazu Andreas Halbach. Harald Friedrich, ehemaliger Abteilungsleiter Wasser im NRW-Umweltministerium und heutiger Umwelt... Die Behauptung, dass das Trinkwasser das bestuntersuchte Lebensmittel ist, ist naturwissenschaftlich etwa so haltbar, wie das die Klapperstörche die kleinen Kinder bringen. Die relevanten Stoffe, die heute im Trinkwasser enthalten sind, die Mikrospurenstoffe und die Mikroben, die werden überhaupt nicht untersucht, die sind durch die Trinkwasserverordnung überhaupt nicht geregelt. Da mein Kanal ein positiver Kanal ist, geht es immer auch um Lösungen. Die gibt es in jedem Video. Aber davor muss ich immer erst klarstellen, weshalb es überhaupt Lösungen benötigt. Bleibt dran, es wird aufregend, beziehungsweise du wirst dich aufregen. Aber am Ende weißt du dann genau, was du tun kannst, um relativ gutes Wasser zu bekommen. Hallo, mein Name ist Sven Schulze. Ich bin Personal Trainer und zertifizierter Ernährungsberater. Wenn man sich über Trinkwasser in Deutschland informiert im Internet, dann liest man fast durchweg so etwas hier. Das ist ein Zitat von der Seite der Deutschen Post. Es geht ums Umziehen, also woanders hinziehen. Da heißt es: sehr gute Trinkwasserqualität in Deutschland. Die gute Nachricht vorweg, das Trinkwasser in Deutschland hat laut Bundesumweltamt eine sehr gute Qualität. Es stammt je nach Region vorwiegend aus dem Grundwasser. Zudem sind Brunnen in der Nähe von natürlichen Gewässern oder Oberflächenwasser. Wie zum Beispiel Talsperren sind übliche Quellen von Trinkwasser. Kommen wir mal zur Sauberkeit des Wassers. In Deutschland entstehen mehr als 10 Milliarden Kubikmeter Abwasser jährlich und diese werden in Kläranlagen wieder zu Trinkwasser aufbereitet. Klar ausgesprochen bedeutet das: das, was du im Waschbecken, in der Waschmaschine, in der Wanne, in der Spülmaschine und im Klo runterspülst, wird wieder zu Trinkwasser, das dann aus der Leitung kommt. Da gibt es eine schöne Reportage, in der wird stufenweise gezeigt, wie Abwasser, richtig braunes Abwasser mit vielen festen Bestandteilen, Kacke also und alles Mögliche, Schritt für Schritt in klares Wasser verwandelt wird. Ich habe extra nicht sauberes, sondern klares Wasser gesagt, denn sauber ist es nicht. Hier muss man aber auch sagen, dass die Wasserqualität von Region zu Region sehr unterschiedlich ist. Im Süden Deutschlands gibt es Regionen, in denen das Trinkwasser sehr gut ist. Das ist aber eher die Ausnahme. In Großstädten ist es fast nicht möglich, eine gute Wasserqualität zu bekommen. Die Menge an Chemikalien wird jedes Jahr größer, denn die chemische Industrie erfindet ständig neue chemische Verbindungen. Viele dieser Chemikalien können Klärwerke ungehindert passieren, denn sie sind unbekannt. Das ist so, weil die Filteranlagen nicht darauf eingestellt sind. Die Katalysatoren in den Kläranlagen können ja nur mit Stoffen reagieren, die sie kennen. Da geht jedenfalls eine Menge durch, was nicht durchgehen sollte. Trinkwasser ist oft auch eine Mischung aus Grund- und Quellwasser. Wasser aus Trinkwasserreservaten, aber auch das ist nicht so sauber, wie es sein sollte, denn es werden ca. 20 Milliarden Kubikmeter Abwasser jährlich von der Industrie zurück in die Umwelt geleitet. Die chemische Industrie leitet zwar gereinigt, da gibt es Gesetze für, wie sehr das Wasser gereinigt werden muss, zurück in die Umwelt, einfach rein in die Flüsse und Seen, aber dieses Abwasser ist alles andere als schönes, sauberes Wasser.
Es enthält, so weiß man heute, unbekannte Metaboliten oder sogenannte Transformationsprodukte von chemischen Reaktionen, die erst durch die Wasseraufbereitung entstehen. Denn die Wasseraufbereitung ist ja auch nur mit Chemikalien möglich. Mit anderen Worten, auch die Wasseraufbereitung liefert zusätzliche Probleme. Eine relativ neue, große gesundheitliche Bedrohung stellen die PFCs dar, per- und polyfluorierte Chemikalien. Da, wo normalerweise ein Wasserstoffatom in einer Kohlenstoffverbindung saß, ist jetzt ein Fluoratom. Das Bundesamt, Umweltamt, zählt bereits mehr als 800 verschiedene PFCs. Und diese findet man bereits überall in der Natur, auch im menschlichen Blut und in der Leber von Tieren und so weiter. Wie toxisch und gesundheitsgefährdend diese Stoffe sind, wird gerade untersucht. Sicher sagen kann man aber, dass sie nichts im Trinkwasser zu suchen haben. Ich höre jetzt hier an dieser Stelle auf, denn ich denke, es reicht, um zu verstehen, dass unser Trinkwasser aus der Leitung nicht gut sein kann, jedenfalls in den meisten Gebieten und Städten. Das war jetzt die Spitze des Eisberges. Zusammengefasst, wir finden in unserem Trinkwasser Hormone, hauptsächlich Östrogenmetaboliten bzw. Östrogennachahmer. Leider keine Testosteronnachahmer, oder? Aggressive Bakterien, Metalle und Schwermetalle, Pestizide, Fungizide, radioaktive Stoffe und vieles mehr. Ich habe bei mir in der Wohnung einen professionellen Wassertest durchführen lassen. Er war nicht vollständig und umfangreich. Dazu hätte man das Wasser mitnehmen müssen. Der Test fand aber vor meinen Augen statt. Das, was da bei mir aus der Leitung kommt, ist auf jeden Fall nicht gesund. Was wir nicht direkt testen konnten, waren Keime, Bakterien und Viren. Aber bestimmte indirekte Tests, die wir durchgeführt haben, deuteten darauf hin, dass diese Sachen, diese Bakterien und Viren und Keime bei mir vorhanden sind in meinem Leitungswasser. Ein sehr guter und leicht selber nachzumachender Test ist folgender. Besorge dir normalen schwarzen Tee mit Zitrone im Beutel. Nimm dein Leitungswasser für eine Tasse, nimm sogenanntes Stagnationswasser. Das ist Wasser, was mindestens 4 Stunden, besser aber über Nacht in der Leitung stand. Koche es auf und mache eine Tasse Tee dieses Tees. Dann benötigst du gutes Wasser. Wenn du noch keine Osmoseanlage hast, dann kaufe dir gutes Wasser wie zum Beispiel Lautana oder Plose und mache auch aus diesem Wasser eine Tasse Tee mit demselben Tee. Mit relativ großer Sicherheit hast du einen klaren und duftenden Tee und einen grauen stinkenden Tee. Wenn beide Tees gleich sind, wohnst du glücklicherweise da, wo das Wasser eine gute Qualität besitzt. Bei mir war der Unterschied zwischen dem Tee mit der Osmose, mit dem Osmosewasser, im Übrigen auch Stagnationswasser, und dem Leitungswasser extrem. Den Tee aus dem Leitungswasser konnte ich nicht trinken. Erst recht nicht, als ich den direkten Vergleich mit dem Osmosewasser sah. Wenn ich jetzt noch von den Rohrleitungen spreche, wird dir richtig schlecht. Zitat aus der Süddeutschen Zeitung. Weniger bekannt ist, dass diese Tierchen kein seltenes oder lokal begrenztes Problem sind. Asseln sind fast überall zu finden, wo Wasser durch Leitungen fließt, wie auch andere kleine wirbellose Lebewesen. Die Asseln krallen sich in den Rohrleitungen fest und wenn sie ihren Kot ausscheiden oder sterben, gerät das alles ins Trinkwasser. Wasserwerke überall in Deutschland wissen das, hängen es aber aus guten Gründen nicht an die große Glocke. Diese kleinen Tierchen sind das eine. Dann haben wir noch den Kalk. Kalk, der sich im Laufe des Lebens im Körper anlagert, wird extra hinzugefügt, um die Leitung von innen abzudichten. Wenn so eine Leitung aufgeschnitten wird, sieht es nicht mehr aus wie ein Wasserrohr, jedenfalls nicht so, wie ich mir eins vorstelle. Ein typisches Wasserrohr unter der Straße sieht so aus. Ich höre jetzt auf, ich denke, das reicht fürs Erste. Es gibt einen schönen Film, der heißt Das Geheimnis des Wassers. In einem Teil des Films geht es darum, dass Wissenschaftler von Menschenhand unberührtes Wasser suchen und finden. Das ist irgendwo in Südamerika. Sie vergleichen es mit regionalem Wasser, nicht mit Leitungswasser. Das Wasser aus Südamerika war 40.000-fach mehr energetisiert als das heimische Wasser. Unser Leitungswasser ist aufgrund der Chemikalien, der Leitungen und des Drucks in den Leitungen im Grunde gar kein richtiges Wasser mehr. Im Übrigen, die Menschen, die in der Nähe der Quellen des unberührten Wassers leben, erfreuen sich einer wahnsinnig guten Gesundheit und leben ausgesprochen lange.
Da kommen wir nicht hin und auch das Wasser kriegen wir nicht her. Darüber brauchen wir nicht nachzudenken. Aber wir können das Mindeste tun und unser Leitungswasser filtern. Eine Filterkanne reicht da aber nicht aus. Es muss schon eine Osmoseanlage sein. Eine recht gute bekommt man bereits für um die 500 Euro. Richtig gute kosten allerdings ein paar Mark mehr. Osmoseanlagen passen unter die Spüle. Die meisten benötigen einen eigenen Hahn, der wird aber in der Regel mitgeliefert. Man muss schauen, wie viel gutes Wasser man braucht am Tag. Für eine fünfköpfige Familie könnte eine Anlage, die 1 Liter pro Minute herstellt, zu klein sein bzw. zu langsam sein. In Büroetagen werden richtig teure Anlagen verbaut, bei denen man dann aus dem normalen Wasserhahn das Wasser bekommt. Was ich empfehle, ist eine sogenannte Keimsperre in der Osmoseanlage, die als letzter Prozess die Keime und Bakterien unschädlich macht. Die hat nämlich nicht jede Anlage. Ich zapfe mir immer 2 Liter auf Vorrat. Die 2 Liter fülle ich dann in eine Glaskaraffe mit Edelsteinen am Boden ab. Das sind Bergkristalle, Rosenquarz, Schungit und so weiter. Das belebt und remineralisiert das Wasser und energetisiert es. Allein der Geschmack dieses Wassers ist ganz anders und viel besser als das ungefilterte Leitungswasser. Ach so, fast vergessen. Es gibt bereits gute Osmoseanlagen, die man nicht einbauen muss. Die kann man einfach so als weiteres Gerät in die Küche stellen. Ich verlinke mal unten 2 Anlagen, bei denen ich ein gutes Gefühl habe. Ich selber habe eine andere Anlage, aber eine ähnliche. Wer wissen will, welche Anlage ich verwende, der soll sich bitte persönlich bei mir melden. Die ist nämlich bei Amazon nicht erhältlich. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse geben. Ich könnte das Video 1 Stunde lang werden lassen, aber es werden immer kurze und knackige Videos anscheinend bevorzugt. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis bald und ciao.